Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen RPG Maker Let's Play. Ich habe spontan entschieden, doch nochmal RPG Maker zu machen, weil ich gerne mal ein bisschen vorwärts kommen möchte. Weil wir hängen da, abgesehen jetzt von Foxer, immer noch im Jahre 2000 rum. Also 24 Jahre inzwischen her. Und heute widmen wir uns, das ist glaube ich nur eine Tech-Demo, deswegen wird das wahrscheinlich nicht allzu lange, das hat nur irgendwie 10 plus Maps, das Spiel, laut RPG Maker Archiv. The Second Gary Garan Dari Garara. Okay, ich habe schon mal Probleme gehabt, diesen Kram auszusprechen. Wir gucken einfach mal, was da auf uns zukommt. Also die Beschreibung sagt, dass da angeblich nur einfach nur eine Tech-Demo drin ist ohne Game-Content. Wir gucken einfach mal und lassen uns überraschen, was das Ganze wird. Das ist ein Epic Maker 2000 Spiel. Und hat schon mal die Standard-RTV-Musik. The Second Gary Garan Dari Garara Demo. Und wir haben schon mal ganz viele Furries. Subi! Warum haben wir hier eine. Starten. Aha, warum haben wir hier. Spielstände? For demonstration purposes only. New game. Okay. New game, intro, characters, tutorial, credits, misc. Aha. Intro. Introduction cutscenes. View the opening cinema that explains the background of the overall storyline and the motives of the three main heroes. Characters. Character cutscenes. View character introductions for all 8 main party members will rejoin you permanently in the game. Fängt das schon mal gut an. Tutorial mode. Play around in the tutorial to learn more about the game's functions and gameplay. Learn some basic strategy to maximize the experience. Credits, ja, okay. Machen wir mal Intro. Under Construction. Cool. Characters. Under Construction. Tutorial. Under Construction. Credits. Under Construction. Misc. Under Construction. Ja, super. Wow. Hat sich voll gelohnt jetzt schon die Aufnahme im New Game. Select the Hero. Okay. Also, ich finde ja die eigenen Zeichnungen ganz charmant. Die sind jetzt nicht das Beste, weil die Proportionen auch ein bisschen seltsam sind. Aber ja, das Spiel ist übrigens von Desmond Gaben. Der hat auch nur die Sachen da gemacht. Nur 2 Spiele gemacht. Dementsprechend, ja. Select the Hero. Panda Roshayan, a teacher at the world's greatest magics academy. His goal in life is to be a hero. Und dann haben wir noch Destrager El Gavon, a carefree mercenary who only cares about eating and sleeping. Ein Fuchs, das ist, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, anscheinend auch wirklich ein Panda, auch wenn die Schnauze ein bisschen komisch aussieht. Das ist definitiv ein Fuchs. Starten Feldritz. Ah. An Archer and Bitch. She often dreams of adventuring throughout the vast world. Wir bringen einfach mal alle 3 durch, würde ich sagen. Mal gucken, ob es da auch unterschiedliche Storylines gibt. Nehmen wir erstmal Panda. I've spent my pre-college years as a teacher. Now I feel it's time for me to do something cooler. Okay. Demonstration version to exit guild walk over the narrow star circle. Wow. Wir sind ein Standard Alex mit einem Facet von dem Typen. Ja, gut, okay. Und ich habe ein Bett auf dem Kopf. Ich habe ein Bett auf dem Kopf. Fängt schon mal echt gut an. Wir kennen Skills, kennen gar nichts, kennen gar nichts. Attack Power, Death Power, Mag Power, Agility. Okay. Na, in dem Fall kann ich hier nichts versuchen. Ich gehe hier aber raus, rein theoretisch.
Was ich mir auch da noch geben. Okay. Mara Ed. Was? Clown Mage. Wer ist Mara? Was ist ein Clown Mage? Was willst du von mir? Debug Ed. Katixi Ricallo. Aha. Debug Ed. Morse. Ja, toll, das habe ich. Ich habe sie ja sogar nicht in der Party. Ja. Finde ich ja super, dass die Charaktere da verschwinden, wenn die geändert werden. Maus und Bone. Pistress Armor Knight. Oder tauchen die dann direkt auf und können sie. Achso, man kann die dann austauschen oder was? Hallo! I wanna have my bands doing without me. I want to go touring with them sometime. This place reeks like urine. Aha. Die Baguette der Brooks Lean. Radiant Ed. Party Size 3, Reserve Size 5. Mara 2, Catty 1, Ricardo 1, Radiant 1, Moss 2. Aha. Hello, how can I help you? Party Management, Money Deposit Withdrawal. Yay! Guter Bug. Warum macht man dann einen Menüpunkt, der nichts macht und der einfach nur Party Management? Aha, Alt Remove Exit. Okay, Move. Kann ich alle einfach. Exit. Ah, ich muss den Hauptcharakter drinnen lassen, okay. Party Management. So, was haben wir denn hier? Add. Ich hab absolut keine Ahnung, wer was kann. Also teilweise, das Feld ist ja echt hässlich. Also teilweise sind die echt nicht ganz so gut gezeichnet. Ja, keine Ahnung. Bone. Der Pups. Keine Ahnung, was sie können. Armor Knight Wizard Thief. Okay, aber ihr habt keine Skills. Ihr könnt auch gar nichts, das ist halt einfach nur scheiße. Also, hat unterschiedliche Werte, das war's aber auch. Ja, hurry up and finish this game, why don't you? Oh, lustig, 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 lustig. Könnte man durchsprechen. Oh. Hm. Warum ist die ganze roter Teppich? Ja, also es ist halt wirklich kein Spiel, was konnte da, ne? Einfach nur so ein. Ich brühe mit dem Maker rum und das war's. Gehüllt. Ja, hier ist absolut gar nichts. Super. Gut, dann sind wir damit jetzt schon mal mit dem durch. Das heißt, Minigame. So, dann, was passiert bei dir? Yonder is Sieg, the greatest stories ever told. Sweet be Jesus. Bah, I get right back to you. Select Hero Demo, Punch Management Demo. What? Select Hero Demo. Aha, da ist gar nichts drin. Starten. Will you stop staring at me like that? You give me the creeps, you nasty little thing. Okay. Aha. Auch weiter. Okay, also das war's mit dem Spiel. Wow, 10 Minuten Aufnahme. Ja, dann sind wir damit auch durch. Das ist ja wirklich nur komplett wirklich eine Debug-Demo gewesen. Heilige Scheiße. Ich weiß nicht, was das demonstrieren sollte. Party-Management-System, okay, das hatten damals echt nicht viele Spiele. Ich glaube, gab es überhaupt irgendeins, was 2000 so was hatte? Ich meine nicht, ne? Irgendwie fällt das Spiel in dem Fall spontan keins ein. Das kam auch irgendwie erst so, keine Ahnung. Also unterwegs ist so gerade das ewig gehabt. Okay, Entschuldigung. Ja. Oder am 2. Frühstück. Ich bin halb neun aufgestanden heute, weil ich aufgewacht bin. Bin trotzdem müde bis auf. Ja. Achso, und die hier soll, glaube ich, ein Titel darstellen.
Ja. Also, ich würde da mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Epic Maker Let's Play. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.